Hallo, ich stelle euch heute die Adventure-Module von NovaCache vor. In diesem Video zeige ich euch zunächst die Dreifach-LED-Anzeigemodule. Wie schon bei den 7-Segment-Modulen gibt es bei den Dreifach-LED-Modulen ein Programmiergerät und ein Lesegerät und die Speicherbausteine. Zunächst lege ich die Batterie ein. Dabei ist darauf zu achten, dass die glatte Seite, also der Pluspol, nach oben zeigt. Nun wird der Speicher an das Programmiermodul angeschlossen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Speicherbaustein mit der beschrifteten Seite nach oben zeigt. Durch Drücken der rechten Taste gelangt man in den Programmiermodus. Man kann nun Blinksequenzen einprogrammieren. Das geschieht durch einfaches Drücken der Tasten. Die einzelnen Signale können bis zu 4 Sekunden lang sein. Die Lichter können gemeinsam, einzeln oder kombiniert gedrückt werden. Hat man sein Blinkmuster vollständig einprogrammiert, wartet man einfach 4 Sekunden, dann wird die Sequenz auf dem Speicherbaustein abgespeichert und der Programmiermodus wird beendet. Die soeben programmierte Sequenz wird nun automatisch wiedergegeben. Ich stecke nun den Speicherbaustein an das Lesegerät für die Dreifach-LED an. Und mit dem weißen Taster kann die Sequenz gestartet werden. Die Wiedergabe kann beliebig wiederholt werden. Die Programmierung der 7-Segment-Anzeige und der Dreifach-LED-Anzeige kann auf einem Speicherchip abgespeichert werden. Das heißt, der Speicherchip enthält sowohl 7-Segment-Anzeigen-Daten als auch Dreifach-LED-Daten. Die so gespeicherten Daten können jeweils nur mit dem entsprechenden Lesegerät ausgelesen werden.